Hallo AFOPS, heute mal nicht aus dem Noppenstein-Studio, sondern aus dem Lagerverkauf von Bluebricks. Wir hatten ja hier am letzten Wochenende, am 4. und 5. Oktober, das erste Mal Lagerverkauf hier in Flörsheim. Es waren super viele Leute da, viel, viel, viel mehr, als wir alle gedacht haben. Ganz besonderen Dank auch für die Geduld, die ihr teilweise hattet. Es hat lange Schlangen an den Kassen gegeben und. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben viele tolle Gespräche geführt mit euch, viel gefachsimpelt, viel Input auch bekommen von dem, was ihr euch wünscht und was wir noch besser machen können. Es hat echt Spaß gemacht. Wir machen das weiter bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Jeden Freitag und Samstag Lagerverkauf, Freitag von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr. Und am kommenden Samstag, das ist der 12. Oktober, da wird auch der Held der Steine hier sein. Ab 13 Uhr steht euch auch zur Verfügung für Fragen und zum Fachsimpeln und. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt und nicht ganz so weit weg wohnt, kommt einfach mal vorbei. Und wenn es dann doch zu weit ist, dann haben wir jetzt einfach mal ein bisschen Impressionen für euch aufgefangen, dass ihr ein bisschen Eindruck von dem bekommt, entweder was ihr hier verpasst oder was euch erwartet, wenn ihr dann an einem der nächsten Wochenenden hier mit dabei seid beim Lagerverkauf von Bluebricks in Flörsheim. Schaut einfach mal rein. Die habe ich jetzt auch hier. Oh, das könntest du mir vielleicht. Habt ihr das schon? Ich habe es noch gar nicht gecheckt. Dieses Haus, das sind hier diese kleinen Anbauteile. Und hier hinten auf der Rückseite hatte ich ja auch gesehen, das, Moment, das war das andere, von diesem Vanier-Architekt, da ist eins mit einer Katze, ein kleines. Mit einer Katze, mit einer, ja. Warte mal, was ist das hier? Oh, der Micha weiß das. Nee, das war es auch nicht. Das war ein kleines. Ich habe es jetzt das erste Mal tatsächlich in der Hand gehabt. Das meinst du? Genau. Mit der Katze oben drauf. Und ist das ganze Ding hier drin? Nein. Weil das sieht anders aus. Das, nee, sind die Module. Und ich habe das mit der Katze drauf gesucht. Das ist das. Ah, das war das hier oben mit der Katze. Okay, das kriegst du dazu, das. Und dann hast du die Straße dazu. Okay, ja. Das ist doch wunderbar. Gefällt mir auch, gute Idee. Kann man auch gut machen und das funktioniert. Und es ist auf jeden Fall von der Auswahl hier auch diese Displays hier, diese Geschichten, kriegst du ja nirgendwo. Nein. Du kannst ja komplett vergessen, dass du die überhaupt. Wobei wir haben es dann auch halt nur als Display komplett, wo diese, ich glaube, 18 oder 12 oder so, je nach Set, sind drin. Das finde ich schon cool. Auch hier das Kleine hier mit so Mini-Hubi und so. Natürlich, absolut. Und was die da dann wie die tatsächlich aus so ein paar wenigen Noppensteinen dann pfiffige kleine Geschichten machen. Und es ist als Adventskalender da wesentlich besser geeignet als der Käse, den man sonst bekommt. Vor allem, das kostet 25 Euro. Da ist ernsthaft was drin gegenüber diesem 20-Euro-Zeug, wo du die Hälfte definitiv wegschmeißen kannst. Die sind ganz nett hier, die Einrichtung mit den Lichtsteinen drin. Oh ja, auf jeden Fall. Das hat mir heute, da kam heute ein Kunde auch zu mir in den Laden, kam von euch rüber und hat gesagt, hier diese kleinen Sachen, die Szenario-Geschichten gekauft und zusammengebastelt, hat Spaß. Auf jeden Fall, das definitiv. Die sind auch gut und die Figur ist ja auch weit genug weg. Ja, von Zimbau ist übrigens die Pyramide unterwegs. Tatsächlich. Müsste in 3-4 Wochen oder so, müsste die hier sein. Großartig. 6.500 irgendwas. Absurdes Ding. Ja, das ist klasse. Und hier drüben die... Und hier habe ich mich ja wieder gewundert. Der Micha hat den zusammengebaut. Ja. Das Ding kostet 15 Euro. Ja, das, ich muss dann immer erst auf die Rechnung gucken, ob ich mich irgendwo verrechnet habe. Ja. Und sorry, wenn ich das so sage, aber wenn ich dann gucke, was Lego kostet. Da kostet das irgendwie 50, ne? Ja. Was hältst du von den Diamond Blocks? Ich bin vorsichtig mit diesen Sachen, weil ich mag das von meiner Handgröße her, wenn das griffiger ist für mich. Es hat natürlich auch wieder diese Nanoblock-Nummer, dass man halt wirklich sitzt und futtelt und klein. Also die sind wirklich klein und friemlich. Also nicht ohne Grund werden die in Asien 3D-Puzzle genannt, genau. Weil das ist es. Und manchmal, ich habe den Arcte Triomphe habe ich zusammengebaut. Du, da denkst du echt manchmal, die wollen dich ärgern. Nee, aber wirklich mit Absicht, mit Anlauf, das definitiv. Ja. Also ich halt und die Anleitung sehr rudimentär, da gibt es keine Liste, was du in dem Bauabschnitt brauchst und so weiter. Aber auf der anderen Seite, beim Puzzle kriegst du auch keine beim Anleitung. Beim Puzzle kriegst du auch keine und das ist auch völlig in Ordnung, aber ist wirklich bitter. Was ich hoffe, dass Kobi jetzt hier nochmal nachlegt mit diesen abgebrochenen Mauersteinen hier. Okay. Die sind extrem beliebt.
Okay. Die Nachfrage danach ist sehr groß, als Einzelteil auch. Und die sind abgebrochen. Also sie sehen halt zerstört aus. Ich sehe das. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber sieht gut aus. Das wäre für eine Burg halt auch mal richtig gut. Ich hoffe, dass die mal in diese Burgrichtung kommen. Wir kriegen von Orsini, die haben eine ganze Serie tolle Burgen, tolle Schiffe. Die Titanic kommt dieses Jahr noch Kobi. Die wird aber, das ist schon sicher, vom ersten Tag an knapp sein. Viel zu wenige. Die Info habe ich auch zurückbekommen. Wir haben in der Pipeline passend zur Bismarck im gleichen Maßstab die Graf Spee. Und die Zeppelin, oder? Zeppelin? Nee, was waren da noch? Was waren hier die... Graf Spee, andere? Prinz Eugen, nicht genau. Zeppelin, Prinz Eugen. Und wir werden machen, passend zur Titanic, auch im gleichen Maßstab, die Queen Mary 1. Also die alte, nicht die moderne, sondern die alte. Sehr gut. Ja, und hier ist natürlich, das ist natürlich klasse. Ja, die ganzen Blue Bricks, wo natürlich x Fragen kommen, ist das dabei, habt ihr das da, ist jenes verfügbar oder nicht, und eigentlich ist immer zu wenig verfügbar, aber es wird besser, also es wird wirklich besser, die Sachen sind schon länger verfügbar, die Polizeistation ist schon seit 2 Tagen da und immer noch nicht ausverkauft. Ja, ist die ersten beiden Feuerwehrfahrzeuge sind gekommen vor, ich glaube, eine Woche fast her, wir haben immer noch welche, und nicht, weil wir sie schlecht verkauft haben, sondern weil ich besser bestellt habe. Klasse, auch die Feuergeschichten hier, die beiden habt ihr ja stark beworben. Polizei, Feuerwehr, Forest, also ich meine, das musste jetzt wirklich mal. Du musst dir halt mal den Preis hier angucken, 24,16. Ja, das ist sowieso schon günstig. Und jetzt 16 Euro und jetzt nimm mal eins von den... Völlig egal welches. Ja, ja, ja. Da kannst du auch die aktuellen irgendwo da kommst du mit mal 5 nicht hin. Ja, das ist hart. Also die Dinger laufen ganz entspannt für 50,60 im Markt. Ja. Nee, das ist gut. Und natürlich ein bisschen Futterei, das ist auch wichtig. Da wurde mir auch von erzählt, haben mir mit großen Augen Leute erzählt, und da habe ich Süßigkeiten bekommen. Und so. Da warten sie bei mir noch drauf. Und das ist der Knaller. Das Ding muss wirklich, das Ding muss zusammengebaut, präsentiert werden, um das zu begreifen. Ich hatte ja auch 2, 3, glaube ich, bestellt mal, habt ihr auch. Und das ist dann die einzelnen Teile schön, aber wenn du das halt so siehst, verstehst du erst, worum es geht. Ich habe das selber ja vor 6 Wochen, also das erste Mal, zusammen so gesehen. Ja, kommt hin, 6 Wochen. Und die Idee davor hatte ich vor 2 Jahren. Ja. Also es dauert aber einfach wahnsinnig lange, bis du das dann zusammen hast. 20.000 Teile. Das ist sensationell. Und es ist halt kein komisches Mock, dass da nicht funktioniert. Sondern es ist halt geplant, dass es funktioniert. Und das ist halt das Gute dran. Und Adrian, der das designt hat, der geht da also auch sehr strukturiert von vornherein dran. Der hat also nicht einfach irgendwo angefangen loszubauen, sondern hat sich erstmal gesagt, okay, wie teile ich es denn auf? Wo kann ich die einzelnen Module unterteilen und so weiter? Weil das ist ja auch gar nicht so einfach, das in den verschiedenen Winkeln alles zu bauen. Das ist ja nicht dafür vorgesehen bei den viereckigen Steinen, ne? Ja, und vor allem sind ja Formen, die jetzt nicht... Kobi hat ja sehr viele unterschiedliche Winkel in ihren Steinen, aber jetzt bei denen, das sind ja die klassischen... Das sind alles nur die Standard. Genau, das sind die Standardformen, die kennen wir, und dafür ist es wirklich klasse. Und ich finde auch, das Sandgrün ist gut getroffen. Es hat ein bisschen mehr Glanz. Diese Slopes sonst sind ein bisschen matt an der Seite, und hier haben die jetzt Glanz, was natürlich auf dem Dach schöner aussieht. Das sind aber auch Unterschiede, oder? Sind das unterschiedliche? Das sind die Kanten. Das sind alles, also die hier ist der hier genauso? Ja, doch, ist der gleiche. Ja, die hier sind die gleichen. Ja. Ich sehe jetzt nicht, ob ihr noch welche habt, die glatt sind, aber die Slopes, normalerweise kenne ich das vor allem hier, der glänzt. Mhm. Und das ist der schön, der ist normalerweise mattiert. Okay. Und deswegen finde ich es jetzt für ein Dach schön, wenn er glänzt. Da hat man so ein bisschen noch einen Spiegeleffekt, das gefällt mir gut. Ja, nee, das sieht echt klasse aus. Ja, ich muss mir das nochmal machen, und dann kommt das auf eine Holzplatte, und dann werde ich Frevel. Werde ich verzeihen, dann werden die geklebt, damit das an die Wand passt. Ja, natürlich, damit man es ja klar. Ja, ja. Weil so, das kannst du, an die Wand kannst du das nicht hängen. Also das sind so ein paar, die bleiben vielleicht stehen, aber da bricht die hier sowas Dünnes. Das ist einfach, wenn die Schwerkraft in die falsche Richtung geht. Hast du keine Chance. Das musst du kleben, ja, und alleine willst du es auch vielleicht mal transportieren, und da kriegst du einen Rappel. Aber das werde ich machen, das werde ich mir ins Büro an die Wand hängen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es von Manhattan so gemacht hat, dann kommen auch Leute vorbei und denken sich, schau an, Hongkong. Wir kriegen den Frankfurter Messeturm in der Größe. Den Frankfurter Messeturm. Sehr gut. Das Design ist schon fertig. Der wird Anfang nächsten Jahres kommen. Danach kommt der Commerzbank Tower im gleichen Maßstab. Sehr schön.
Und dann im Laufe des Jahres Empire State Building, Chrysler Building, der ehemalig hieß er Sears Tower, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, Sears Tower, und der One World. Schön. Alle im gleichen Maßstab. Von euch? Von uns, mit gedruckter Anleitung. Ja. Das geht ja richtig, das bringt einen Qualitätsschub mit sich. Ja. Ja, das ist doch klasse. Nee, gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Also das sollten viele Leute erfahren. Und dann... Ja, und das sieht wirklich geil aus. Ja. Das ist, ich will das auch haben. Also, bitte. Ich werde dir ein oder zwei bestellen und dann wird möglicherweise eins mal aufgebaut für ein Video, könnte sein, und vielleicht möglicherweise behalte ich es einfach. Wir haben sogar schon Witze gemacht, ob das nicht direkt was fürs Guinness-Buch ist. Ich weiß nicht, ein Set mit 20.000 Teilen von Lego nie gegeben, oder? Nein, 8.000 Teile ist Größe von Lego. Das heißt, das wäre mit 20.000 Teilen das größte käuflich zu erwerbende Set? Wenn du es in ein Paket wirklich mal packst. Ja, ja, klar. Weil das ist in einem Paket. Weil natürlich die Modular Building Serie von Lego, das sind ja diese 2000 Teilehäuser nebeneinander, davon gibt es ja auch zusammenhängend mittlerweile genug, dass du auf 22.000 Teile kämst. Aber wenn du es mal in einen Sack packst, dann bist du der Größte. Ich glaube sowieso, käuflich zu erwerben. Wobei, so groß wie du, werde ich ein bisschen nicht. Mich daneben stellen und brüsten. Aber es ist die Idee, 22.000 Teile gibt es, glaube ich, auch von niemand anderem. Nee, ich glaube auch nicht. Also. Nicht, dass ich wüsste. Also das wäre das größte Set. Mach das. Wir machen das. Genau. Das können wir, das ist doch YouTube-Gold. Das größte Klemmbaustein-Set aller Zeiten. Entschuldige mal. Ja. Dann die ganze Feuerwehr? Da muss ich auch mal rangehen. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Ja. Da habe ich nur... Und die kommen jetzt auch alle. Zwei sind verfügbar von den Deutschen. Von den Amerikanischen sind ein paar verfügbar. Da kommen jetzt demnächst noch die ganzen Schwarz-Rot. Da haben sie alle nachgefragt, weil das aussieht wie das hier Chicago Fire. Genau. Aber ja, ist Schwarz-Rot ist eine relativ übliche Farbgebung auch in den USA. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen hier dieses Hellgrau-Weiß-Rot. Sieht halt braver aus als das Schwarz-Rot. Ja, ist richtig. Das hat ein bisschen mehr Dampf. Dann die großen Autos. Das sind jetzt auch noch Prototypen. Siehst du hier, wo die dann etwas komische Scheiben haben so. Oder wo teilweise dann die Farben noch nicht passen. Ja. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie das Thema ankommt. Den hast du mir auch gezeigt, ja. Mhm. Den fand ich auch putzig. Ja. Nee, sehr gut. Hervorragend. Schön. Und natürlich, oh ja, und hier vorhin, das ist doch jetzt schon da, oder? Stellberg. Das war da, immer wieder weg da, aber das ist wichtig. Das ist das erste Modell vom Martin. Das ist der Löwenstein, der das Löwenstein-Ding gewonnen hat. Das ist sein erstes und jetzt ist er dran und das Design ist auch fast fertig. Er macht jetzt die Anleitung. Du wirst begeistert sein. Und ich werde begeistert sein. Neuschwanstein. Ja. 64 mal 32 mit dem Berg dabei und absolut genial gemacht. Der Junge hat Architekturgeschichte studiert, der weiß richtig, was er macht und hat auch echt Ahnung, man hat es ja gesehen beim Wettbewerb, den er gewonnen hat von Noppenstein. Ein Traum. Richtig. Also Neuschwanstein wird ja nicht das erste Mal gemacht, aber ich glaube, es hat noch kein so gutes gegeben. So gut. Ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Das sind super Sachen. Und natürlich mit der entsprechenden Begeisterung bei den Leuten, die genervt sind von dem Elend am Markt. Und deswegen ist das eine schöne Sache. Nein, freut mich. Fantastisch. Es ist wahnsinnig viel in der Pipeline. Ja. Hast du noch öfter einen Grund, mal vorbeizukommen? Auf jeden Fall. Das ist doch keine Frage. Fantastisch. Und ich stelle mich dann mal neben meinen Gedussel und... Da werde ich am nächsten Samstag mal gucken. Nächsten Samstag, wir haben wieder auf von Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Und du bist da am Samstag von... Ich bin Samstag bei mir im Laden von 9 bis 12. Dann fahre ich rüber, damit ich von 13 bis 17 Uhr hier bin. Also du brauchst eine Stunde? Sonst bist du aber schneller. Ich kann ein bisschen, aber ich habe ja heute gemerkt, mit Zumachen und allem drum und dran und Sicherung bin ich dann, wann war ich hier? 5 vor 5. Ja. Deswegen würde ich mal sagen. Also so rund bis 1 bin 13 ich da. Uhr, nächsten Samstag bist du hier. Bin ich hier, genau. Und
kannst dann auch bei den Lego-Sachen helfen, wo ich ja irgendwie überhaupt keine Ahnung von habe. Da kann ich mal helfen, aber ich halte mich von denen ein bisschen fern und stelle mich dann irgendwo dekorativ hier zu den Tassen oder dekorativ, so. Zu den Tassen. Und da kann ich mich dann passt das und hin und wieder kann ich eine hilfreiche Frage zu Lego beantworten, falls es gewünscht ist. Schön, da freue ich mich und ganz sicher nicht nur ich, da werden sich auch viele andere freuen. Wir werden viel Spaß haben. Finde ich eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und danke für die Einladung. Ich finde es ja perfekt, dass ich hier ein bisschen ausstellen kann und ein bisschen mich dazustellen. Besser kann es doch gar nicht zusammenpassen. Richtig. Das ist gut für dich, das ist gut für uns und das ist vor allen Dingen gut für die ganzen Noppenstein-Fans. Die müssen dann nicht von einem zum anderen fahren. Richtig. Sondern alles aus einer Hand. Kriegen alles an einem Ort, ganz genau. Genau, sehr schön. Und ich glaube, parken kann man bei uns auch besser als bei dir, ne? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also das, eure 80 bis 100 Parkplätze hier, die habe ich auch. Ich habe ein Parkhaus irgendwo. Parkhaus, okay. Nee, dann klappt das. Ja. Nein, das ist schön. Wir machen das. Freue ich mich. Fantastisch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, ne? So machen wir es. Auf jeden Fall. Ja, das war es dann auch heute schon aus dem Lagerverkauf von Bluebricks. Wie gesagt, bis Ende dieses Jahres, jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr. Und jetzt am 12. Oktober, der Held der Steine mit dabei, ab 13 Uhr an dem Samstag. Ja. Wäre super, wenn ich euch und das ganze Team von Bluebricks dann auch hier wieder willkommen heißen dürfen. Wir freuen uns drauf. Bis demnächst und dann wieder aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Bis dahin, euer Klaus. Tschüss.